Die Ampel macht das bisher Undenkbare und will jetzt 21 Millionen Rentnern die Rente kürzen. Die Ampel muss nämlich wegen dem großen Haushaltsloch sparen und deswegen werden jetzt die Rentner bestraft. Schauen wir uns mal diese katastrophalen Pläne der Ampel an. Los geht's. Deutschland hat Rekordsteuereinnahmen, aber trotzdem reicht das Geld vorn und hinten nicht. Schließlich müssen wir ja die ganze Welt durchfüttern und Radwege in Peru bauen. Unsere Ampel wird als die Bundesregierung in die deutsche Geschichte eingehen, die unser Land am meisten ausgebeutet und den deutschen Steuerzahler am meisten betrogen hat. Und jetzt stehen wir vor einem neuen Höhepunkt der Inkompetenz und vor allem auch der antideutschen Politik. Die Ampel will jetzt nämlich allen Ernstes Millionen von Rentnern die Rente kürzen, weil man eben ein riesengroßes Steuerloch hat und an den teuren Themen wie Klima, Migration und Entwicklungshilfe nicht rangehen will. Getreu dem Motto, bevor wir die Gelder für die Radwege in Peru streichen, streichen wir den Deutschen lieber die Rente. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Die Frankfurter Rundschau schrieb, Haushalt 2025, Kürzungen bei der Rente erneut auf dem Tisch. Die Ampelkoalition steht erneut vor einer Herausforderung. Nachdem sich 4 Wochen lang auf dem erzielten Haushaltsvereinigung für 2025 berufen wurde, bringt ein wissenschaftliches Gutachten die Verfassungsmäßigkeit des neuen Haushalts ins Wanken. Das Haushaltsdefizit von 17 Milliarden Euro muss erneut angegangen werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat bereits klargestellt, wo seiner Meinung nach die Einsparungen vorgenommen werden sollten. Er fordert Kürzungen im konsumtiven Bereich, insbesondere im Sozialbereich, wie bei dem Bürgergeld und der Rente. Diese Themen waren in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zentrale Streitpunkte innerhalb der Ampelkoalition. Tja, da habt ihr es. Obwohl Deutschland Rekordeinnahmen hat, fehlen der Ampel 17 Milliarden Euro und jetzt muss man auf Biegen und Brechen irgendwo einsparen. Und deswegen plant die Ampelregierung jetzt unter anderem Einsparungen bei der Rente. Weil klar, die Zahlen sprechen ja für sich. Wir haben in Deutschland 21 Millionen Menschen, die ihr Geld aus der Rentenkasse bekommen und damit jeder Vierte in Deutschland. Tendenz steigen. Das große Problem ist aber, dass die deutschen Rentenbeiträge schon seit Ewigkeiten nicht mehr ausreichen, um die Rentenauszahlungen zu stemmen und deswegen haben wir ja ein Rentenloch von rund 25%. Also rund 25% der Renten müssen mittlerweile zusätzlich vom Steuerzahler bezahlt werden, weil die Rentenkasse faktisch pleite ist und der Generationenvertrag schon seit vielen Jahren nicht mehr funktioniert. Aber weil wegen der Politik der Ampel jetzt Deutschland komplett am Hintern ist und jetzt gar nichts mehr funktioniert, muss die Bundesregierung eben die Renten kürzen. Und laut Bundesregierung soll das in mehreren Schritten passieren, also wie immer die altbekannte Salamitaktik. Erstmal nur die kleinen Sachen und ein bisschen und wenn sich nicht so viele Leute aufregen, dann kommen die richtig großen Brocken dran. Schauen wir uns erstmal die kleinen Brocken an und dann die großen Brocken. Die Zeitung schreibt zu den kleineren Sachen, trotzdem kann die Regierung an vielen anderen Stellen ansetzen, um die Kosten zu senken. Die Renten machen einen großen Anteil am Haushalt aus. 2024 werden 127,3 Milliarden Euro in die Rentenversicherung fließen. Daher wird wie immer darüber diskutiert, ob diese Summe reduziert werden kann. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm äußerte bereits während der letzten Haushaltskrise im November 2023, prinzipiell sind Einsparungen bei der Rente möglich, zum Beispiel die Rente ab 63 oder die Mütterrente könnte man zur Disposition stellen. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales bezogen Ende 2022 rund 2 Millionen Rentner die Rente mit 63. Jährlich kommen durchschnittlich 200.000 Menschen dazu. Die Kosten hierauf belaufen sich auf 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Auch die Mütterrente steht zur Diskussion. Ende 2023 schlug die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer vor, die Mütterrente zu streichen.
Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beliefen sich die Kosten auf diese Rentenreform im Jahr 2022 auf 13 Milliarden Euro, also etwa 3% der Gesamtausgaben der Rentenversicherung entspricht. Okay, also Rente mit 63 und Mütterrente soll jetzt gestrichen werden und dabei ist der Regierung vollkommen egal, welche sozialen Auswirkungen das Ganze hat. Die Ampel ist halt in Geldnot und deswegen kommt jetzt der Rotstift. Und allein diese beiden Streichungen, damit spart die Ampelregierung 16,5 Milliarden, also fast punktgenau das, was der Ampel gerade fehlt. Also ist die Ampel damit doch aus dem Schneider und das Haushaltsloch Geschichte, oder? Naja, nicht ganz, weil das, meine lieben Zuschauer, ist nur der Anfang. Weil wegen der desolaten Lage der Wirtschaft in Deutschland, den ganzen Rekordinsolvenzen, brechen jetzt die ganzen Steuereinnahmen weg und 2026 muss dann noch mehr gespart werden. Das Handelsblatt hat ja geschrieben, Steuereinnahmen brechen um 81 Milliarden Euro ein. Und diese 81 Milliarden Euro sind zwar auf die nächsten 5 Jahre gestreckt, aber da sind ja die ganzen Rekordinsolvenzen und Firmenabwanderungen von diesem Jahr noch gar nicht mit eingerechnet, weil die kommen ja alle erst zeitversetzt. Es werden also in den kommenden Jahren locker mal nochmal 17 Milliarden Euro fehlen, Tendenz eher deutlich mehr, weil der Einbruch bei den Steuernahmen, der kommt ja immer zeitverzögert nach den ganzen Insolvenzen. Also reicht jetzt das Wegbrechen der Mütterrente und Rente 63 nicht aus, es muss noch weiter gekürzt werden und diesmal, haltet euch fest, trifft es alle Renten. Jetzt kommt nämlich der große Brocken. Das Rentenniveau soll gesenkt werden und damit werden im Endeffekt die Renten von 21 Millionen Rentnern gekürzt. Die Zeitung schreibt weiter, innerhalb der Ampelkoalition ist zudem die groß angekündigte Rentenreform, das Rentenpaket 2, immer noch umstritten. Obwohl das Bundeskabinett im Mai den Gesetzesentwurf verabschiedet hat, hat der Widerstand der FDP zu einer Blockade im Bundestag geführt. Mit dem Rentenpaket 2 wurde festgelegt, dass das Rentenniveau bis 2039 auf 48% festgeschrieben wird und dafür die Beiträge in der Rentenversicherung steigen sollen. Die FDP möchte dies verhindern und strebt daher möglicherweise eine erneute Verhandlung des Rentenpaket 2 an. Auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger äußerte seinen Unmut über die Pläne, das Rentenpaket 2 wäre das teuerste Sozialgesetz des Jahrhunderts, warnte Dulger im Mai in der Bild am Sonntag. Das Vorhaben müsste daher umgehend gestoppt werden. Und sollte das Rentenpaket 2 tatsächlich gekippt werden, müsste das Rentenniveau für die 21 Millionen Rentner im Land sinken. Das bedeutet, die Renten würden im Vergleich zu den Löhnen der restlichen Bevölkerung kleiner werden. Also das, was wir jetzt hier sehen, was wir vor der Brust haben, das sind richtig düstere Aussichten für die Rentner und das ist wie gesagt nur der Anfang. Durch die katastrophale Politik der Ampel kollabiert unser ganzes Land und die Wirtschaft liegt da nieder. Wir haben jetzt wie gesagt das 2. Jahr Rezession in Folge. Und mit dieser Rezession kann sich die Ampel das Rentenpaket 2 einfach nicht mehr leisten und deswegen kann das Rentenniveau eben nicht auf 48% festgeschrieben werden. Das Gegenteil, es wird sogar sinken. Die Renten von 21 Millionen Menschen werden sinken, auch wenn sie vielleicht nominell gleich bleiben. Die Inflation steigt weiter und damit können sie sich weniger leisten. Also der Staat hat schlichtweg kein Geld mehr, seine ganzen Rentenversprechungen einzuführen oder einzuhalten, weil der Staat, dem ist es halt wichtiger, dass man zum Beispiel 2,6 Millionen Ausländern mit Bürgergeld durchfüttert, Kostenpunkt rund 15 Milliarden, dass man massive Entwicklungshilfe ins Ausland schickt, Kostenpunkt 40 Milliarden, dass man die Energiewende durchführt, Kostenpunkt 1200 Milliarden und dass man das 2% NATO-Ziel erreicht, 30 Milliarden. Tja, und wenn man so viele Verpflichtungen hat, die unglaublich wichtig sind, dann bleibt halt immer weniger Geld für die Rentner übrig. Und ich hoffe jetzt wirklich,
Die Rentner nehmen sich diesen Wahnsinn endlich mal als Weckruf und erledigen ihre Bürgerpflicht. Die Rentner sind nämlich die mit Abstand größte Wählergruppe in Deutschland und die Rentner könnten alleine bei der nächsten Wahl für eine 180-Grad-Wende sorgen und die Partei wählen, die Politik für Deutschland und für die Rentner macht. Und deswegen teilt dieses Video mit allen euren Bekannten und vor allen Dingen auch mit den Rentnern, die sich immer noch von der Tagesschau einlullen lassen.